Das kriegen wir sogar ganz hin. So, mal alles an Scheiben verbraten. Wir brauchen noch Geländer, hatte ich gesagt, ne? Von der Eiche. Da noch, nee, das ist Gate. Da haben wir noch ein bisschen Eiche, wieso ist es da drin? Na gut, ist egal. Mal das Geländer für die Brücke, auch selbst wenn die da nicht reinfallen. Aber man weiß ja nicht, vielleicht kommt ja mal ein Besoffener daher. Nicht wahr? So, dann Geländer. Ja, da kommen wir mit dem Boot runter durch, das ist kein Problem. Noch 6 Stück. Können wir sogar alle verbraten hier. Prima, und dann. Ja, wir haben noch welche. Okay, dann haben wir noch die Fenster hier. Alles schön symmetrisch. Bis auf bei der anderen Seite natürlich. Weil wir da am Anfang nicht so gut überlegt hatten. So, dann könnte man also hier dann die Kneipe. Ja, eigentlich müssten wir das doch ein bisschen verschieben. Noch, warte mal, wo ist denn genau die Mitte? Also die Mitte wäre ganz genau hier. Da kommt man natürlich voll durch den Raum durch. Nicht so toll. Aber der Eingang hier ist auch nicht so toll. Ich weiß nicht, was ich da, ob ich dann, wie ich den Raum verschieben kann. Verschwinden diese Hansel dann, wenn ich dann der, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen noch einiges machen, aber zunächst machen wir das hier soweit fertig. Ja, sieht jetzt schon mehr asiatisch aus als vorher. Man könnte noch kleine Terrasse hinbauen. Wäre überhaupt auch noch eine Idee. Dass ich habe ja da mein Zimmer, ne? Das Zimmer ist ja nicht so toll hier. Aber ich kann natürlich hier sagen, Freunde, ich mache mir noch eine Terrassentür rein. Oder wir machen. Ja, oder ich nehme dieses Zimmer noch mit dazu, dass ich hier so einen Durchgang mache. Wir machen dann hier eine Tür hin, die dann genau in der Mitte wäre. Das ist also nicht das Problem. Machen wir hier noch so ein zweites Zimmer für mich, ja. Also sozusagen, und dann hier Terrasse hin. Vielleicht nur bis hier, mal gucken. Also hier Terrasse. Natürlich wieder nicht, aber so ungefähr kann man sich das ja vorstellen. So, dann machst du hier die Fackeln da drauf, dann hole ich mir noch irgendwo Zäune. Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, ich klaue mir die Zäune, aber das machen wir nicht. Aber so könnte man sich das noch so vorstellen als Terrasse.
Das wäre ja dann hier meine Wohnung, sagen wir mal so, in diesem Arbeitsgebäude drin. Das sieht doch, ist okay. Das Türchen direkt da, das fällt dann gar nicht auf. Fast nicht auf, ja, wenn man dann... Nö, gefällt mir. So, noch ein paar Zäune. Ja, doch, ich werde erstmal hier ein paar Zäune abhacken. Und die einfach kannibalisieren, sage ich mal. So. Und die ich nicht brauche, hänge ich da wieder hin. So, wie sieht's aus? Gucken wir uns das mal von einer anderen Brücke aus an. Ja. Ja, ja, ja. Sag ich mal, ja. Okay. Ich glaube, wir machen heute nicht so lange. Es ist jetzt 2 Uhr. Da habe ich vielleicht mal gerade eine Stunde aufgenommen. Aber es ist ja so, dass ich schon relativ im Voraus produziert habe. Das heißt, wenn ich dann zu viele Folgen vorproduziere, ist das auch nicht so doll. Und ja, kann man das Ding, natürlich kann man das von hier aus sehen. So, ja, sieht doch schön aus. Also jetzt mit dem größeren Überstand und so weiter gefällt mir das immer besser, noch besser als vorher. Da steht der Baum davor. Vielleicht muss ich von hier gucken. Ah, steht auch der Baum davor, aber im Prinzip ist doch schön da unten. Passt da ganz gut hin. Ja. Okay, dann werde ich mal einpacken. Wie gesagt, ich produziere immer vor. Wenn ich viele Folgen vorproduziert habe, kommen auch mal mehrere in der Woche als jetzt. Jetzt habe ich ja im Moment zeitweise nur 2 gehabt. Ich möchte mal so, wenn ich sagen wir mal auf. Aber wenn ich mehr als 10 Folgen vorproduziere, kann ich auch mehr in der Woche wieder zeigen. Es kommt ja bei mir immer so ein bisschen auf die Arbeit drauf an und so. Na, da hätte ich jetzt aber genug Glas gehabt. So, dann kommen diese Birchwood da weg und meine schönen Dinger kommen wieder in die Truhe da rein. Warum auch immer die mal verschwunden sind, ich weiß es nicht. Das sollte eigentlich nicht sein. Die waren mal in meinem Inventar, dann waren sie verschwunden. Die anderen, die ich schon mal hatte. Das kann eigentlich nicht sein, aber es hat dann noch... Oh, jetzt geht die Stimme aber echt den Berg ab hier. Echt den Berg runter, die Stimme. Jetzt höre ich mich wirklich alt an, ne? Wie so ein Opa, also wirklich wahr. Ich glaube mal, ich kriege das jetzt ja gar nicht so mit hier. Was macht der denn da? Also wenn ich jetzt aber spreche, merke ich zwar, dass die Stimme müde wird und schwächer, aber wie sie sich anhört oder wie sie dann ist, ja, das weiß ich natürlich nicht. Ach,
Hotel muss größer. Kongresshotel 8 Zimmer von Grund auf neu machen. Richtig, was wir machen. Nicht Prestige. Weiß jetzt nicht genau, was er meint. KPB. KPB, was soll das heißen? Das ist noch vom letzten Mal. Mach mal hin, nicht KPB, mach mal hin. Piepenbrink, Minecraft-Kontrolleur. Ah, war der mal wieder da? Okay, also Hotel muss größer. Kongresshotel. Ja, das stimmt, wir haben nur zwei Zimmer. Da muss ich doch noch mal ein bisschen verlängern hier. Die Aufnahme. Und muss mir das mal angucken. Hotel muss größer, 8 Zimmer. Das heißt, ich müsste natürlich aufstocken. Und was hat er gesagt? Von Grund auf neu. Von Grund auf neu machen. Richtig was hier machen. Prestige Hotel. Ja, okay. Also wenn man von unten guckt, sieht das natürlich schon prestigemäßig aus. Es ist doch sehr schön eigentlich mit dem Giebel. Da haben wir noch den Vorbau dran gemacht. Wenn ich natürlich jetzt hier von hier oben komme, da hat er natürlich recht, ne? Das Hotel macht ja so gar nichts her. Das sieht ja aus wie so eine Bauernbutze. Und wenn du da ein Hotel, richtig Hotel machen willst, musst du natürlich ein bisschen größer. Ist schon richtig. Ja. Also. Ich werde mal so ein bisschen was skizzieren. Also, wir haben ja hier Fichte. Spruce-Wood, ne? Oder ist das dunkle Dunkelholz da? Muss ich mal gucken. Also man könnte zum Beispiel dann dieses Dunkelholz nehmen. Man könnte das mit Sandstein hochziehen. Wir haben ja genug Sandstein. Das heißt, wenn das Hotel richtig hoch wird, dann war nicht genug natürlich. Aber das ist klar. Das ist kein Problem. Hallo Jungs. So. Ja, das sieht aus wie Dunkelholz. So, dann könnte man zum Beispiel mal so richtig einen Haupteingang machen. Das Hotel hier. Wir haben jetzt hier die Brücke. Also man könnte das Hotel auch hier noch weiter nach vorn ziehen. Da hätte man natürlich diesen Raum nicht. Ja, es ist ja auch hier. Guck an, man steht direkt vorm Dach. Was ist denn das auch? Ich meine, da hat er schon recht. Da muss eine Fassade her. Ich muss mal schauen. Das sind jetzt also. Aber Fenster in dem Stil wären ja auch nicht schlecht. Also eins. Zwei. Wir haben also dazwischen fünf Luft immer, ne? Fünf. Zack, zack, zack. Und 1, 2, 3, 4, 5. Man könnte das, sagen wir mal, bis hier hinziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Man könnte das direkt hier bis zum Fluss machen. Da passt es ja auch so. Dann haben wir die Mitte. Die Mitte wäre natürlich dann 1, 2. Da taut der Schnee vor Schreck. So, also. Einfach, zweifach, dreifach, vier Fächer. Ist natürlich dann nicht so gut, weil wir da keine Mitte haben. Wenn wir jetzt den Rand. Aber hier ist schon ganz gut, wenn man das hier so lassen würde. So, dann machen wir vielleicht das so. 1, 2, 3,
4, 5. So, dann machen wir hier. Zack. Was war das für ein Geräusch? Dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dahin. Und dahin. So, da hätte man hier. Oder wir machen das so und wir machen das. So, da haben wir jetzt einen Fünfer und einen Zweier. Da haben wir hier mal da den Fünfer und einen Zweier. Dann haben wir hier wieder einen Fünfer. Nicht? Da wäre das also hier die Mitte. Passt denn das überhaupt? Mal sehen. Nochmal gucken. Ja, also 2, 1, Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, zack. 1, 2, 4, 5, zack. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, zack. So. Also, das ist tatsächlich dann hier genau die Mitte. Ist zwar schief gegenüber dem, aber wenn wir das alles neu machen, dann ziehen wir ja auch die Wände neu hoch. Vielleicht ein bisschen nach vorn ziehen, dass man das direkt an der Straße hat, als Fassade hochziehen, dann hier den Haupteingang. Wo war der jetzt? Hier müsste der Haupteingang hin. So, hier der Haupteingang. Vielleicht ein zwei- oder dreiflügeliges Teil. Tür meine ich. So, Haupteingang. Ja, dann haben wir hier unten Empfang, würde natürlich da bleiben. Dann würden wir das Zimmer natürlich nach oben hinpacken. Ist ja klar. Nach unten können wir ja nicht verlängern. Was können wir unten noch hinmachen? Unten müsste man dann zum Beispiel hier diese Treppe neu machen, dass man den Gang, ist das hier finster, meine Fresse. Also, dass man hier die Treppe hier hochzieht und dann könnte man die Treppe irgendwie auch verlegen. Die Zimmer kommen ja dann weg. Die kommen ja dann oben hin, dann machen wir hier dann vielleicht unten ein Restaurant rein. Weil man ja doch den schönen Ausblick dann hat. Also, dass man hier Restaurant mit Terrasse dann hat, anstatt die Balkons der Zimmer. Da hat man ja hier die Balkons der Zimmer, macht man Restaurant, Terrasse. Natürlich muss man das hier so lassen. Das ist klar. Die Frage ist natürlich, dann kommt das nicht mehr so symmetrisch rüber. Hier hinten mit den Stützen zur Mauer. Ist das so schlimm oder muss man da vielleicht irgendwie so einen kleinen Kompromiss machen, dass man das hier eine andere Symmetrie hat als vorne? Boah, das sind Überlegungen, ja? Also, wenn man jetzt hier Pfosten hin macht und hier dazwischen dann irgendwas Sandsteinmäßiges. So, dann hat man also hier wieder das Gleiche. So, und hier nochmal. Und hier nochmal. Und hier auch. Ja, da kommt dann also Pfosten mit Sandstein hoch. Hier Pfosten mit Sandstein hoch. Dazwischen könnte man dann tatsächlich wieder diese Sachen hier machen, aber vielleicht nur oben. Also hier im Untergeschoss machen wir alles aus Sandstein. Oben dann das Holz drüber. Wo die machen wir richtig repräsentativ Sandsteinkram hin. Das wird also ein bisschen größer. Das Hotel Minor müsste natürlich ein bisschen vielleicht eventuell anders heißen, aber das
Minor-Name kommt ja nicht von klein, sondern hat eine ganz andere Bedeutung. Aha. So. Also, da käme das dann hin und dann wird das hochgezogen. Jetzt ist natürlich dann das Problem, wenn wir das hochziehen. Ich glaube, deswegen haben wir das gar nicht hochgezogen. Weil ich dann die Aussicht nicht mehr habe hier von meinem Bett. Was? Ja, ja. Aha. Also wenn ich das jetzt noch höher mache, dann sehe ich nichts mehr. Das heißt, da müssten wir vielleicht das Bett auf die andere Seite verlegen. Da sieht man immer mehr. Oder ich muss hier auch hochziehen. Kann man ja auch machen. Ach, ja. Aber er hat schon recht. Also wenn man da das Hotel ein bisschen vergrößern will, warum auch nicht? Man soll natürlich auch mal in Rummelsberg ein bisschen was umbauen. Herrgott, mal mal. So, und es wird jetzt langsam finster. Abend wird es, wollte ich sagen. Und Zeit für mich zu gehen für heute. So, was haben wir? Fischerhaus, Theater, Polizei, Schwimmbad. Ja, das ist ja noch alles. Monsterfalle, Schmied, Kaufhaus, Flughafen, Riesenrad, Achterbahn, Wasserbahn, Buden, ach du Jemina, Eisenbahn, Kanal, Zoo. Was wir alles noch machen wollten. 2260 Folgen fast, glaube ich jetzt. Und wir sind immer, haben immer noch nichts hier. Nichts geschafft. Echt wahr. Mal sehen. Also machen wir mal das Hotel höher. Und dann gucken wir mal, wie das denn aussieht. Vielleicht verlege ich dann mein Bett auf die andere Seite, dass man hier rausguckt. Oder die Treppe dann vielleicht hier drüben hin und dann da draußen den Ausguck, dass ich dann halt hier schlafe und dann hier in die Landschaft gucke. Ach, mal sehen. Irgendwas wird mir schon einfallen. Tschüss, macht's gut, euer Norbert vom Kanal. Also habe ich jetzt Blumen da in der Hand. Okay, von unten vom Hotel. Tschüss, macht's gut, euer Norbert vom Kanal Operspiel. Tschüss.